Die Trailer zu diesem Film sahen zumindest aus meiner Sicht fantastisch aus und deswegen habe ich mich sehr auf diese Buchverfilmung gefreut, die uns Ende September in den deutschen Kinos erwartet zu Der Distelfink. Theo Decker ist gerade einmal 13 Jahre alt, als er mit seiner Mutter das Metropolitan Museum in New York besucht, während es dort zu einem Bombenanschlag kommt. Doch mitten in dieser Katastrophe, in der seine Mutter verstirbt, bekommt Theo einen Ring und ein besonderes Gemälde, das sein Leben verändern wird. Als Halbwaise durchläuft er fortan die schwierigsten Stationen, die das Leben nur parat halten kann, und auch als Erwachsener wird er immer wieder von der Vergangenheit und seinen Bekanntschaften eingeholt. Aber auf all diesen Stationen bewahrt Theo dieses Gemälde wie einen geheimen Schatz. Darauf abgebildet befindet sich ein Distelfink. Der Distelfink im Original The Goldfinch geht 150 Minuten, was eine beachtliche Lauflänge ist, die man leider auch spürt, wenn man sich diesen Film anschaut. Ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab dem 26. September 2019 in den deutschen Kinos. Das ist witzigerweise die erste Co-Produktion von Warner Brothers und Amazon Studios, die ein Drittel der 45 Millionen Budget gestemmt haben, was die Produktionskosten angeht. Und die Buchvorlage gab oder lag 30 Wochen lang auf der Liste der Bestseller der New York Times und ist ein Buch, was eine ganze große Fanbase weltweit hat und man auch schon bei den Trailern merkte, dass viele sich auf diese Verfilmung zu Der Distelfink freuen. Und ich fand, die Trailer sahen fantastisch aus, toll geschnitten, nicht zu viel verraten, haben eine gute Stimmung transportiert, wirkten hochdramatisch auf der einen Seite, aber hatten auch genug Tiefklang, und musste dann aber leider feststellen, als ich mir Der Distelfink angeschaut habe, dass es viele schöne Momente gibt, schönes Ambiente, interessante Settings, aber eine Geschichte, die nicht so richtig den roten Faden haben will, die in ihrer Zähigkeit und der Erzählung sich noch wesentlich länger als 2,5 Stunden anfühlte, als man sich im Kinosaal angeschaut hat. Und die eigentlich spannendsten Momente, die sind, die fernab von dem Hauptstrang passieren. Kurzum, das war eine der größten Diskrepanzen zwischen den Trailer, fand ich fantastisch, den Film dann aber leider eher nur mittelmäßig und weltweit wird Der Distelfink eher noch viel weiter unten rumgereicht, beziehungsweise würde ich damit sagen, noch viel mehr zerrissen, als es jetzt mir persönlich so ging. Aber gut ist leider etwas anderes, was ich sehr schade finde, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Der junge Theo Decker, weil dieser Film spielt auf zwei Zeitebenen, werden gespielt von Oakes Figley und von Ansel Elgort als erwachsenere Version. Und ich mag die jüngere eigentlich mehr, hat auch mehr Screentime, als ich dachte, weil diese Geschichte sich gefühlt zu zwei Dritteln eben rund um den jungen Theo dreht und zu einem Drittel um die ältere Version und seinen Weg und vor allem auch, und das war interessant, die unterschiedlichen Stationen, die er durchläuft auf dem Weg vor diesem hochdramatischen Ereignis, wie man auch rumgereicht werden kann, wie das Leben einem übel mitspielen kann, Freundschaften, die man dabei auch knüpft und welchen Weg oder Pfad man dann selber einschlägt und wie dieses Gemälde halt dieser Mittel- und Ankerpunkt ist. Das ist, glaube ich, auch in Buchform wahnsinnig spannend. Hier wiederum in dieser Performance, die relativ in sich gekehrt wirkt, immer wieder so, dass man das Gefühl hat, ja, die ist interessant, aber nicht unbedingt tragend genug. Für ganze 150 Minuten ist das tatsächlich etwas schwierig, was gar nicht unbedingt an Ansel Elgort liegt, den ich unglaublich gerne sehe, aber ich fand tatsächlich, was Oakes Fegley da gemacht hat als junger Darsteller, noch wesentlich interessanter. Eine Nicole Kidman als Mrs. Barber unter anderem, eine Frau, die sich seiner annimmt und eine Fürsorge und auch mütterliche Institutionen übernimmt. Mehr als die Elegante wird hier von ihr gar nicht abverlangt, was ich ein bisschen schade finde, weil sie unter anderem in Serien wie Big Little Lies zeigt, was für eine großartige Akteurin sie auch aktuell ist. Hier hätte ich mir mehr gewünscht, von Nicole Kidman noch abzurufen. Auf der anderen Seite habe ich einen Jeffrey Wright unglaublich gerne gesehen als James Hobart, einer, der als moralische Instanz diese Liebe zu Altem und Der Distelfink als ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert ist ja eben auch das Bewahren von Altem, von Kunst, von Tradition, der selbst aber im Antiquitätengeschäft arbeitet, mit Möbeln arbeitet. Und diese Liebe und Hingabe zum Handwerk und der Wertschätzung dessen mochte ich total. Diese Aura, die da ausgestrahlt wird, hat mir Jeffrey Wright sehr gut gefallen. Und auch wenn es auf einem negativen Ende, was die Figuren anbelangt, ist die Kombination aus Sarah Paulson und Luke Wilson, Alexandra und Larry als leiblicher Vater und auch dort ein ziemlich heftiges Kapitel, was Theo durchleben muss, wo ich auch wieder feststellen musste, Nebenfiguren waren mit am spannendsten, was am meisten auf Finn Wolfhard zutrifft, den kennen wir ja, glaube ich, aus den S-Filmen, aber auch aus Stranger Things, der hier den jungen Boris spielten, auch eine interessante und wichtige Verbindung, sodass da auch Elemente durchkommen, wo ich nie so richtig habe kommen sehen, okay, wo will der Film als nächstes hin, aber eigentlich von der Haupthandlung wegführend die spannendsten Verbindungen immer wieder aufgewiesen hat, und so fand ich die interessantesten Besetzungen eher in den Nebenfiguren, fernab auch von dem Plot, der sich immer wieder ein Ticken zu weit verläuft, dann mal wieder im Kreis drehte, man einfach merkte, ah, diese 150 Minuten, die wollen nicht ganz so richtig passen, hätte man entweder kürzer
kürzer und prägnanter erzählen können oder die Länge nutzen können, um mehr Aspekte einfließen zu lassen. Merkt man beispielsweise auch bei der Filmmusik, die relativ wenig genommen wird, dosiert und angepasst ist, aber es vor allem dann schafft, wenn sie nur die Stimmungen leicht untermalt, aufgrund dieser Nichtvorhandensein von Musik und auch einem gewissen isolierenden Gefühl, was damit einhergehen kann, einen zähen Film noch wesentlich länger wirken zu lassen. Die Kameraarbeit ist voll auf Drama gesetzt, recht lange Einstellung, recht neutral bis kühle Farben, wirkt okay wertig für die große Leinwand, mochte eigentlich den Look von der Distelfink, weil es eben auch gerade im Szenenbild, ob es jetzt sich in New York, in Amsterdam oder in Las Vegas wiederfindet, was die Handlung angeht, vor allem immer so Settings hat, wie zum Beispiel gerade Vegas, ein verlassenes, gefühltes Haus in der Wohnsiedlung am Rand der Stadt, mitten in der Wüste, wo die Straße endet, bis hin zu New York, immer wieder so leicht elegante Motive gesucht hat und vor allem trotzdem in einer höherwertigen Umgebung stattgefunden hat, wann vor allem das Wertschätzende in diesem Setting ein wenig rausarbeitete. Und das mochte ich eigentlich am Szenenbild und die Stimmung, die generell von der Bildgestaltung und der Lichtsetzung transportiert wurde, schon bei der Distelfink. Aber da kann man sich halt fernab der Handlung nicht ewig lange dran satt sehen. Kostüm und Make-up ist den Rollen soweit angepasst, vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir zwei Zeitebenen haben, wenn Figuren sowieso schon in der jüngeren Version von Theo erwachsen sind. Wir dann diesen Alterssprung haben, mochte ich besonders bei Nicole Kidman, aber vor allem Jeffrey Wright, wie das Alters-Make-up aussieht, sind ansonsten die Effekte, die wir zu Gesicht bekommen, handgemacht. Muss ich dann am Ende sagen, ein Film, der technisch okay ist oder vollkommen in Ordnung, aber eben in der erzählerischen Form seine Mängel wiederfindet, in der Inszenierung selbst. Und da muss ich sagen, hält es sich zu sehr die Waage, vor allem gegenüber meiner großen Hoffnungen, was ich natürlich versuche, bei einer Review dann auch ein bisschen rauszunehmen. Die Trailer waren wirklich klasse zu der Distelfink aus meiner Sicht. Muss ich sagen, fand ich gut, dass wir eigentlich eine interessante Geschichte präsentiert bekommen haben, wo ich mir vorstellen kann, dass die im Buch, wenn so ein Buch auch so eine große Fanbase hat, nochmal entweder ausführlicher, gefühlvoller, näher, passender erzählt werden musste, weil ich habe das Buch grundlegend nicht gelesen, aber diejenigen, die es getan haben, können es gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben, wie ich finde, sehr spannende Nebenfiguren. Die interessantesten Geschichten sind eben die etwas fernab des Hauptstranges und die Wertschätzung für das Alte mochte ich tatsächlich sehr bei diesem Film. Aber man merkt aufgrund dieser zehn Erzählweisen, jetzt kommen die schwerwiegenden Dinge, wo ich sage, die finde ich schwierig, dass dieser Film mit seiner Lauflänge von 2,5 Stunden tatsächlich auch noch länger wirkt. Da dauert es wahnsinnig lang, bis eine Exposition stattfindet, aber bis wichtige Momente kommen, denkst du dir, hier geht eine ganze Menge Zeit tatsächlich nicht in Anführungszeichen drauf. Ich habe nichts gegen langsame Erzählweisen, aber es gibt so ganze Szenen und Sequenzen, das dreht sich einfach immer wieder um gleiche Momente, so ähnlich wie ich jetzt das zum dritten Mal erwähne. Merkt ihr auch, wie schleppend das sein kann. Quasi ein Beispiel für das Element innerhalb meiner Review. Dadurch kriegt der Film dieses Gefühl, etwas zu verloren zu sein. Im Vergleich zu den Trailern gibt es eine ganze Menge Abstand an der Qualität aus meiner Sicht und ich muss ihn ehrlich gesagt oder würde ihn kein zweites Mal sehen wollen, was ich schade finde. Ich würde denken, dass am ehesten für Fans des Buches, die die Erwartungen senken, diese Verfilmung von der Distelfink geeignet ist, der von mir als Drama noch 6 von 10 möglichen Punkten bekommt, aufgrund seines handwerklichen und vor allem auch immer wieder partiell genommen. Wirklich auch gute Szenen, gute Dialoge, nur in der Menge und Fülle einfach aneinandergereiht, nicht so richtig als Film wirken will. Insgesamt gebe ich ihm 5 von 10 möglichen Punkten. Was ich sehr schade finde, da bin ich da tendenziell einfach leider auch etwas enttäuscht von der Distelfink, der ab dem 26. September in den deutschen Kinos startet. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.